Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo dabei seid. Heute geht es um das Thema Betrug beim Online-Trading. Betrüger geben sich als vermeintliche Helfer aus. Das Online-Trading bringt ein hohes Verlustrisiko. Hierzu kommt, dass du als Anleger schnell an unseriöse Trading-Plattformen in ganz Europa geraten kannst. Doch damit nicht genug. Dubiose Dienstleister, falsche Streitschlichter und vermeintliche Aufsichtsbehörden bieten dir an, verlorenes Geld wieder zurückzuholen. Auf solche Angebote solltest du dich auf keinen Fall einlassen. Es drohen nur noch mehr Verluste. Unseriöse Trading-Plattformen. Beim CFD- und Forex-Trading sowie bei binären Optionen handelt es sich um hochspekulative Geldanlagen, bei denen ein hohes Verlustrisiko besteht. Trotzdem gibt es im Internet zahlreiche Angebote. Wie so oft treiben auch hier schwarze Schafe ihr Unwesen und locken Anleger mit lukrativen Gewinnversprechen ohne Verlustrisiko auf unseriöse Trading-Plattformen. Nach ersten angeblichen Erfolgen erleiden die Anleger nur noch Verluste bis hin zum Totalverlust. Oder die vermeintlichen Gewinne werden gar nicht erst ausbezahlt. Einmal betrogen, möchtest du dein Geld natürlich gerne wieder zurückhaben. Diesen Umstand machen sich Betrüger und dubiose Dienstleistungsfirmen ein weiteres Mal zunutze. Angebliche Behörden, Anwaltskanzleien, Steuerberater oder Schlichter vermitteln geprellten Anlegern die Hoffnung, ihr Geld zurückzubekommen. Betrüger spielen Seriosität vor. Die Internetseiten der selbsternannten Retter in der Not sind grafisch aufwendig gestaltet. Logos und Firmennamen lassen an bekannte Kanzleien sowie europäische Institutionen oder Schlichtungseinrichtungen denken. Auf einer unseriösen Homepage heißt es etwa: Wurden Sie von einem Broker betrogen? Wir haben uns auf Online-Betrügereien spezialisiert und helfen den Opfern, ihr Geld zurückzubekommen. Wir legen Streitigkeiten mit Händlern schnell, effizient und unvoreingenommen bei. Kontaktieren Sie uns. Dazu ein Werbevideo, in dem eine junge Frau Ehrlichkeit und Transparenz verspricht. Wenn du dich näher auf den Webseiten umschauen würdest, würdest du auch ein Impressum mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer finden. Häufig wird ein Firmensitz in Großbritannien, auf Malta oder Zypern angegeben. Auch Mitgliederlisten, angebliche Partner und Mitarbeiter sind aufgeführt. Kurzum, alles wirkt professionell und erscheint seriös. Dass sich hinter dieser Fassade dubiose Hinterleute mit betrügerischen Absichten verstecken, ist auf den ersten Blick nur sehr schwer zu erkennen. Du kannst dich als betroffener Anleger an die zuständige Finanzbehörde wenden. Die Unehrlichkeit beginnt damit, dass die vermeintlichen Behörden oder Kanzleien vorgeben, von Amts wegen eine rechtliche Handhabe gegen verdächtige Broker zu haben. Dies ist jedoch keineswegs der Fall. In der EU hat jedes Land eine offizielle Finanzaufsichtsbehörde. Nur diese ist befugt, rechtliche Verstöße zu verfolgen. In Deutschland ist das die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also kurz BaFin. Vermeintliche Helfer locken Anleger in die Falle. Die falschen Streitschlichter oder Kanzleien können, wenn überhaupt, nur schlichten oder gerichtlich gegen die Anbieter vorgehen. Sie sind außerhalb eines Gerichtsverfahrens auf eine Einigung zwischen Broker und Anleger angewiesen. Dass Broker freiwillig Geld zurückzahlen, ist allerdings stark zu bezweifeln. Außerdem stehen die vermeintlichen Helfer in einem Interessenkonflikt. Denn häufig sind die Broker, gegen die vorgegangen werden soll, als Mitglieder oder Kunden aufgeführt. Dass die Schlichter nun ihren eigenen Mitgliedern Gelder von geprellten Anlegern einfordern, ist ebenfalls schwer zu glauben. Vielmehr ist zu vermuten, dass Schlichter und Broker unter einer Decke stecken und gezielt Privatanleger ein zweites Mal ausnehmen möchten. So ist auch zu erklären, woher die Helfer die Kontaktdaten der Verbraucher haben. Und damit nicht genug.
Da die dubiosen Broker auf den Firmenwebseiten als Mitglieder oder Kunden aufgelistet sind, werden die Internetseiten der vermeintlichen Helfer von Suchmaschinen leicht gefunden. Im Klartext: Suchst du als Betrugsopfer im Internet nach Hilfe, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du direkt in die nächste Falle tappst. Denn Betrüger wissen, wie ihre Opfer gestrickt sind. Wer einmal Geld beim Trading verloren hat, ist leider meist auch ein zweites Mal bereit, Geld zu zahlen. Betrüger sind sich dessen bewusst. Die Opfer müssen nur entsprechend angesprochen und überzeugt werden. Und so werben dubiose Dienstleister, falsche Streitschlichter und vermeintlichen Aufsichtsbehörden in einschlägigen Foren auf unterschiedlichsten Kanälen wie YouTube für ihre angebliche Opferhilfe. Einige geprellte Anleger haben berichtet, dass sie direkt telefonisch kontaktiert wurden. Du hast doch Einsätze beim Trading verloren. Wir können helfen. Verbraucher wundern sich, woher die angeblichen Helfer ihre persönlichen Daten haben. Hier kann nur vermutet werden, dass diese von den betrügerischen Brokern selbst gesammelt und danach dann übermittelt werden. Angeblich zurückgeholtes Geld wird zwischengelagert. Für die vermeintliche Hilfe, das verlorene Geld zurückzuholen, soll im Voraus mehrere hundert Euro gezahlt werden. Wenn du auf das Angebot eingehst, erhältst du schnell die Nachricht, dass das verlorene Geld angeblich wieder aufgetrieben werden konnte. Aus Sicherheitsgründen sei es auf ein ausländisches Bankkonto transferiert worden, zum Beispiel auf den Cayman Islands. Die Hinterleute fordern dich dann mit fadenscheinigen Argumenten wie dem Geldwäschegesetz und angeblichen Forderungen von Sicherheiten durch die Europäische Union oder andere Stellen zu weiteren Zahlungen auf. Erst dann könne das gerettete Geld ausbezahlt werden. In einem Schreiben wird geprellten Anlegern weisgemacht, dass das verlorene Geld wiederbeschafft werden könnte und auf einem ausländischen Konto zwischengelagert wird. Eine Sicherheitsleistung von 6.500 Euro müsse noch gezahlt werden. Angeblich verlangt dies die Europäische Union. Zahle niemals solche Forderungen. Um dich vor diesem Betrug zu schützen, habe ich dir ein paar kleine Tipps für Privatanleger mitgebracht. Informiere dich vor jeder Geldanlage oder sonstigen Zahlungen umfassend über Trading-Plattformen, Online-Broker oder angebliche Aufsichtsbehörden und Dienstleister. Mit einer einfachen Internetrecherche lassen sich Erfahrungsberichte und Warnungen anderer Nutzer finden. Außerdem erklärt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also die BaFin, wie du unseriöse Anbieter erkennen kannst. Wenn du Opfer eines Anlagebetrugs geworden bist, solltest du schnellstmöglich Anzeige bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft erstatten. Außerdem solltest du den Betrug der BaFin melden. Betrüger geben oft einen ausländischen Firmensitz an. Beispielsweise eine Limited, also LTD, für eine Corporation, also CORP. Hier ist Vorsicht geboten. Gib am besten die Unternehmensadresse in Suchmaschinen und Online-Kartendiensten wie zum Beispiel Google Maps ein. Wenn sich unter der angegebenen Adresse keine Firma findet oder aber viele weitere Firmen, ist dies ein Warnzeichen. Schau dir auf den Kartendiensten auch die Fotos zu den jeweiligen Adressen an. Wird zum Beispiel ein Privathaus auf dem Land gezeigt, wird es sich sehr wahrscheinlich nicht um einen Unternehmenssitz handeln. Wenn dich Unbekannte kontaktieren und dich zu Investitionen überreden oder angeblich verlorenes Geld zurückholen können, gehe bloß nicht darauf ein und gib niemals private Daten oder Kontonummern von dir preis. Vermeide in diesem Zusammenhang auch Überweisungen. Das Geld siehst du in der Regel nie wieder. Lasse dich nicht von Personen täuschen, die sich als
Behördenmitarbeiter, Rechtsanwälte oder sonstige Dienstleister ausgeben. Denn diese rufen in der Regel nicht einfach so ungefragt bei euch zu Hause von alleine an. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden am Ende von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir leider nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.